in der letzten Episode. Ich weiß ja nicht, ob wir hier allein sind. Weil hier ein Licht ist. Hier. Doch, Tatsache, da hinten. Guck, was die vertragen. Loot Bandit Body. Hey, der war Vegetarier. Gut, haben wir jetzt auch mal ein Banditenlager überfallen, ist ja auch wichtig. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Mist Survival in der Folge Nummer 30. Wir sind in der Mine, wie ihr seht, und legen jetzt los. Nur mit 9 Klicks. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen nach dem Pickup gesucht und wir haben ein Banditenlager überfallen. Ja. Muss ja auch mal sein. Sie haben nämlich ein Update eingespielt. Es soll noch keine Zombies geben, zumindest stand nichts im Update drin. Also in der Mine keine Zombies. Kupfer ist gern gesehen. Zink würde ich diesmal tatsächlich außen vor lassen, weil wir haben echt zu viel davon. Auf der anderen Seite sollte man hamstern, solange man kann, weil sie haben mit dem Update ja leider das glorreich geändert, dass die Kofferräume der PKWs sich nicht mehr nachfüllen, wenn du neu lädst. Und sie haben das als Bugfix aufgeführt. Es war keine Intention anscheinend gewesen. Und es ist wohl jetzt so, dass alle Kofferräume leer sind. Also auch die Autos, die wir noch gar nicht besucht hatten, sind leer. Ist das nicht schön? Ja, und aus dem Grund, naja, müssen wir halt mal gucken. Aber sie haben schon angedeutet, dass wohl die Karte weiterentwickelt wird. Im nächsten Update. Und das wird ja dann interessant, weil dann gibt es neue Items und ich hoffe, sie fixen das auch mit den Autos wieder. Dass sie es halt so fixen, dass du sie einmal durchsuchen kannst. Und wenn du das getan hast, dann sind die halt leer. Dass es sich sozusagen merkt. Ja, was soll's. Hilft ja nichts. Weil das Problem ist, kann halt auch was drunter sein. Ja, das macht jetzt das Überleben etwas schwieriger. Wir müssen halt mal gucken, weil der Futtervorrat ist natürlich extrem endlich. Also noch 2 Dinge oder 3 Dinge oder was weiß ich wie viele. Das war ja hier Jackpot, sag ich mal. Geil. Boah, der Hammer. Ja, so kann es ja losgehen, das ist ja okay. Wie das glänzt. Metall. Okay, ist nur Zink. Ich bin mal gespannt, was sie mit dem Kartenupdate bringen. In welche Richtung das dann geht, was das dann bewirkt. Ich meine, ich habe ja nichts gegen gutes Survival-Spiel. Man muss halt gucken, dass man das Ganze halt ausbalanciert. Und vor allem brauchen wir auch ein Ziel. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Ziel genau ist hier in diesem Spiel. Geil, zweimal Schwefel. Es gab ja ein paar Leute, die gesagt hatten, dass man das Ziel des Spiels wohl nach 2 Stunden erreicht. Ich habe bisher kein Ziel gesehen. Ich weiß nicht, was das Ziel ist. Ob das Ziel einfach ist, erschieße alle Banditen oder... Na gut, dann wieder Zink. Und zwar nur Zink. Ich meine, die Mine könnte theoretisch da noch weitergehen. Wir müssen das Tor noch ein Stück öffnen. So, das lassen wir mal an. Ich möchte nämlich die Uhrzeit wissen. Schöpfung geht auch gut runter, alter Schwede. Ah ja, schwebender Schwefel. Gut. Schwefel kriegt man diesmal tatsächlich relativ viel. Das ist halt immer ein bisschen zufällig. Das ist wieder nur Zink. Sieht so aus. Ja.
Ah ja, Salpeter und Kupfer. Ja, und den Loot, den wir übrigens im Banditenlager von den Banditen gefunden haben, das war übrigens super spektakulär. Ja. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, Munition zu investieren. Das sollte man unbedingt machen. Damit es sich auch richtig rentiert. Ja. Wir haben 2 Möhren gefunden. Und ich meine, hallo. Wer schießt nicht gerne 3 Menschen für 2 Möhren nieder? Achso, die Stamina ist leer. Ich dachte schon, warum braucht er denn so lange, der Gute? Oh, Hilfe. Ja, das ist wie das Rennen in The Long Dark, so ungefähr. Das ist hier die Stamina. Und da muss man ja GTA 5 das sehr hoch halten, dass du da ja zum Beispiel deine Stamina ja trainieren konntest, deine Ausdauer. Du konntest sie trainieren und konntest dann dadurch halt länger rennen. Tja, sowas wünscht man sich heutzutage von manchem Spiel halt auch. Hallo? Ah ja, danke. Ja, der Hunger sinkt auch wieder in den Keller. Er speichert. Gut, so sind wir natürlich noch ein paar Stunden hier. Ich könnte natürlich eine Stunde schlafen, habe ich aber keinen Bock drauf. Ah ja. Sammeln wir einfach ein bisschen Kupfer ein. In der Zwischenzeit reicht es ja wieder für 1-2 Schläge. Ja, 2 brauchen wir noch. Ah, da sind noch mehr drunter. Ja, das ist ja gut. Dann dauert das halt noch ein bisschen. Ah ja. Ah ja, auch kein Nebel. Es kann ja sein, dass sie dann auch Zombies einführen, wenn hier Nebel drin ist. Wobei Nebel in der Höhle relativ wenig Sinn macht, außer es wurde gerade gesprengt. Aber wir haben ja nichts gehört damals. Als wir den... Oh Gott, na endlich. Und Kupfer. Ja, wir sind nur wegen dem Gold hier. Ist ganz klar. Das ist, ein klassischer Schwanzvergleich. Wer die meisten Goldbarren. Nur darum geht's in diesem Spiel. Und nur deswegen sind wir hier. Also. Dachte nur, weil das so geglänzt hat. Hallo? Ich will nicht meinen Stamina verbrauchen für nix. Hallo? Und? Klick. Hier ist nochmal Gold. Oh, ist das spannend. Ach, verdammt, weißt du was? Komm. Jus, wir schlafen für eine Stunde. Ja, das habe ich übrigens in den Spielen auch nie verstanden. Wieso kann man immer nur stundenweise schlafen? Wieso kann ich das nicht explizit sagen? Wieso kann, oder wenigstens in kürzeren Zeit-Sessions? Es gibt auch diese Nickerchen. Ich kann ja auch nicht sagen, ich warte, so wie in The Long Dark zum Beispiel. Dass ich sage, ich warte und dann entsprechend erholt sich halt irgendwas. Nö. Nur stundenweise. Und das verstehe ich halt nicht. Das macht für mich auch relativ wenig Sinn. Wenn ich den Wecker stelle, ich kann ja auch nicht sagen, ich gehe ins Bett und ich muss halt gucken, wenn mein Zug fährt, dass ich dann halt entsprechend so ins Bett gehe, dass ich dann entsprechend 8 Stunden später wieder aufwache, damit das passt. Nicht, dass ich so spät ins Bett gehe und dann habe ich nur 7 Stunden oder ich habe dann zu viel Zeit und muss halt dann eine Dreiviertelstunde lang rumfutteln. Ja, gut, hier war, glaube ich, war hier hinten was. Ja, ich weiß, dass da hinten was war, aber... Okay, dann sind wir tatsächlich fertig. Ich gehe aber trotzdem nur. Eventuell finden wir ja noch neu gespawntes. Da sollte man ja drauf vorbereitet sein, sag ich mal. Bin übrigens froh, dass das Licht hier unten geht. Das wäre schon echt unheimlich. Wenn hier gar kein Licht, wenn es eigentlich so wäre, weil wie es natürlich wäre, wie einfach finster. Und du nur dein... eigenes Licht hast, was ja auch keinen Unterschied macht, ob ich das so mache oder so. Also den Unterschied, den sieht man eigentlich nur, wenn man halt was anstrahlt, was nicht gerade nicht beleuchtet ist, weil die Reichweite auch nicht wirklich riesig ist. Von dem Kegel.
So, wie sieht's hier aus? Nix. Vorne sieht's auch sauber aus, okay. Eventuell haben wir auch das Respawnen der Erze etwas reduziert. Was ja auch okay ist. Dann gehst du halt mal rein, machst das Ding leer und kannst dich anderen Dingen widmen. Was sie übrigens auch noch geschrieben haben, was kommen soll. Ah, ich mach's Licht an. Es ist ja immer zu dunkel. Dass du wohl deinen eigenen Treibstoff gewinnen kannst, wenn du Getreide anbaust. Also das Ganze ist wohl, weil ja auch da steht about few months to winter. Das Ganze ist wohl tatsächlich so vorbereitet, also mental vorbereitet sozusagen, dass du halt wirklich Jahre verbringst. Dass dann so ist, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah ja, das Ding haben sie entfernt. Also, dass du halt sozusagen zu verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Dinge machen musst und dann halt dich zum Beispiel auf den Winter vorbereitest. Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich. So, das Ding kannst du wegstecken. Damit sind wir fertig. Okay. Übrigens kein Nummernschild. Also kein bedrucktes sozusagen. Machen wir diese massiven Scheinwerfer an hier. So. Ich würde gerne nochmal nach dem Pickup schauen. Sieht aber nicht so aus. Unsere verschrottete Karre bleibt zum Glück immer da. Natürlich ist es jetzt dunkel, das ist schon richtig. Aber ich sehe keinen Pickup. Ich weiß nicht, wo sie den eingeführt haben. Sehr, sehr merkwürdig das Ganze. Achso, Moment. Ach je. Herr Jemini. Ja Junge, deine Stamina, würde ich mal sagen. Da geht doch was. Es ist schon 7 Uhr abends, alter Schwede. Soweit ich mich erinnere, hatten wir übrigens keinen Nebel heute. Wäre schön, wenn sie das mal fixen würden. Wir müssen wahrscheinlich mal umladen. Ja, so wirklich viel Platz haben wir ja nicht mehr. Das war jetzt dann doch nicht so viel Eisen. Wir haben tatsächlich nur an einer Stelle zweimal Eisen gehabt. Hupfer zum Glück genügend. Dann machen wir auf jeden Fall mal wieder gleich eine gescheite Runde Messing. Und dann würde ich auch sagen, bereiten wir schon mal ein bisschen Munition wieder vor. Vielleicht auch für die vollautomatische. Nee, ist auch nichts. Ich weiß nicht, wo der Pickup ist. Wir können noch mal runter zu dieser Tankstelle fahren. Da runter. Schön, gell? Das bleibt jetzt immer so. Ja. Da sind wir über irgendwas drüber gestolpert. Nee, ist auch noch so ein normaler PKW. Also ich verstehe das schon nicht wirklich. Aber hier gibt es noch genügend Destructible Auto. Ja, das ist wirklich alles leer. Ich glaube, sie haben einfach generell die Autos einfach alle auf leer gesetzt und fertig. Naja, wirklich viel Sinn macht das ja leider nicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob diese Entscheidung, das so zu machen, wirklich gut ist.
Man kann ja leider auch ein Spiel kaputt optimieren, ja. Schon. So, mit 20 Uhr. Zeit nach Hause zu kommen. Ich fahre nicht geradeaus, weil ich nicht weiß, ob die Banditen wieder neu gespawnt sind. Im Zweifel sollte man ja immer mit dem Schlechteren rechnen. So. Durch. Hier ist noch ein Koffer, den man auseinandernehmen kann. Genügend Autos. Aber der Pickup, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Keine Ahnung. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Das reicht ja auch. Zopp. Er speichert. Ja, das werden sie wieder einführen, dass dein Autoteil, dass die Autoteile kaputt gehen können. Sie hatten es halt ein bisschen zu, meiner Meinung nach, etwas zu stark eingestellt. Oder vielleicht auch nicht wirklich, wie soll man das sagen, berücksichtigt, da ist noch ein zerstörbares Auto. Vielleicht nicht wirklich berücksichtigt, ob du jetzt einen schweren Aufprall hattest oder leicht irgendwo angedotzt bist, sag ich mal. Das macht ja schon einen Unterschied normalerweise. Ja, dass man die Baumstümpfe wegnehmen kann, ist natürlich sehr geil. Okay, gut. Das heißt, die E-Arzte brauchen wir jetzt erstmal wieder. Ja, das wollte ich nicht. So, okay, wir werden Kupfer schmelzen. Zink schmelzen natürlich. Nicht Kupfer. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, 7 haben wir. Echt? So viel Kupferbahn, ne? Das sollte man vielleicht mal... Kupfer und Zink. Mal gucken, ob man die Barren auch direkt schmelzen kann, wie man sagt. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Du kannst also nicht Sprit sparen. Platzsparend, okay, das ist wichtig zu wissen, okay. Wie? Achso, das war Salpeter. Okay, ja. Schmilzt das mal. Und, Split Half und Split One. So, dann schmeißen wir den dazu. Dann mal 4. Genau. Und davon machen wir einen weg. Und schmelzen das. Gut. Ja, da muss man die Erze doch aufheben. Da habe ich natürlich jetzt zu viel. Ach je. Die sind zu viel weggeschmolzen. Okay. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja, wir brauchen noch einen Spind. Es hilft nichts. So, davon das da und das da. Ist ein bisschen finster. Ja, wenigstens die Stiefel sind noch da. Ist ja auch wichtig. Okay. So, dann mach davon erstmal 6 Stück. Okay. Dann machst du davon nochmal 6 Stück. Gut. Das kann man ja in der Hand machen. Ich guck nur auf den Mörser, deswegen. Warte mal, wie viel? Wie viel kann ich denn hiervon noch machen? 4. Gut, dann machen wir noch 4 Schwefel. Tja, da ist der Mörser auch weg. So, wie viel kriegt man raus? 20. Gut, ja, dann müssen wir jetzt echt pennen. Der Hunger ist auch ganz groß. Und trinken. Halt trinken. Damit wir mal die Plätze freikriegen. Genau. Echt, du kannst das Bett auch bewegen. Achso, ja, stimmt. Das geht ja. Was machen wir denn am geschicktesten? Weiß gar nicht. Wir probieren mal 8 Stunden. Ja, das ist ziemlich genau
Einmal komplett Fatigue sind ein bisschen mehr als 8 Stunden. Gut zu wissen. Okay, wir gucken dann mal in... Ja, das hätte man eigentlich noch vor dem Schlafengehen machen können, aber... Die ist ja nicht so schlimm. Die Zeit ist hier das kleinste Problem. So. Nochmal 3 Eisenbarren. Oh, da haben wir schon 11. Davon nochmal 7, okay. So, was schmelzt mal als nächstes ein Gold? Wir machen nochmal das zu einem Eisenbarren. Wenn ich... Nee, das reicht nicht. Wir brauchen ja 8 Kupfer und 4 Zink für ein Gold, für einen, wie heißt's? Messingbarren. Was machen wir jetzt mit den ganzen Eisenbarren? Das ist natürlich uiuiui. Das ist Mist. Okay, noch ein Goldbarren. Noch ein Eisenbarren. Dann Schwefel hier rein. Dann noch mal ein bisschen Holzkohle. Und da haben wir noch ein bisschen gemahlen Schwefel. Wir müssten wahrscheinlich noch mal diese Hülsen machen für die... Das ist für die... ist das die hier? 7,62 x 51 mm Cartridge. Wie ist denn das? Ne, die 4 wollte ich. Das sieht man leider nicht. Okay, dann holst du das mal. Wahrscheinlich. Das ist für die Shotgun. Das ist für die Pistole. Und das ist wahrscheinlich Kaliber 5,45 mm. Ne, das ist wahrscheinlich die die Sniper. Und das vermutlich für dann die automatische, nehme ich mal an. Okay, das heißt, wir brauchen 7 Low-Quality Metal Ingots. Dann nehmen wir einfach mal die. Dann passt das ja. So. Oh, 3,5 Stunden. Ja, wir machen das mal nur in Stunden-Sessions. Ja, wegen des Nebels. Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Achso, ich soll das vielleicht mal testen, bevor ich da jetzt alles verarbeite. Ja, das ist natürlich schon wichtig. Diese Rifle. Genau, die 7,6 ist die Hunting Rifle. Und das sind dann diese genau, das sind für diese M4 Cabin heißt das, aha. Diese M4 Rifle, okay, dann ist das richtig. Gut, das ist ja auch wichtig. Warte mal. Ich denke, wir lassen das mal dabei. Cancel. Wie ist denn das? Sollen wir noch was für die Shotgun machen? Ja, vielleicht machen wir was für die Shotgun. Und den Rest heben wir vielleicht auf. Muss ja nicht sofort alles verbasteln. Okay, warte mal. Wir sind ja jetzt hier auch schon fertig, oder? Ja. Ein Gold, ein Eisen. Sehr schön. Oh, 5 Gold, hey. Der Hammer. So. Okay, dann bauen wir davon... Weißt du, brauchst pro Schuss einmal. Uiuiuiui, dann schaffen wir ja nur 20, echt? Ja, sieht wohl so aus. Ja, dann basteln wir halt 20 Schuss. Okay. Dann ist das vom Messing her nicht ganz gut ausgeglichen, meiner Meinung nach. Okay, dann hauen wir die Hülsen auch mit hier rein. 20 Schuss, und das lässt sich ja schon sehen, würde ich mal sagen. Ist die nachgeladen? Ja. Wie viel geht denn hier rein? 30, okay, alles klar. Ja, wunderschön. Das ist nicht schön. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Dass man da halt nichts Lootbares mehr findet. Na gut. Ich meine, auf der anderen Seite ist es jetzt nicht... es ist jetzt nicht so, dass es knapp ist. Vom Material her, ich denke nur ans Futter. Das ist eigentlich eher so das, wo ich ein bisschen Kopfschmerzen habe. Weil ihr seht ja, der Hunger, das ist ja, das geht ja rapide im Keller und so wirkliche Futterquellen haben wir ja nicht. Ja, natürlich.
Genau, dann iss mal so eine. Und trinken. So, und dann schwingen wir mal die 3. Beziehungsweise wir schauen mal, wie viele Äxte haben wir noch. 1, 2 sehe ich da. 3. Okay, das ist nicht so schlimm, dann kann ich auch kaputt gehen. Erst springen, dann krautschen. So. Dann sind jetzt erstmal wieder Bäume dran. Ich würde nämlich gerne ein bisschen Feuerholz machen, damit wir das Wasser, weil jetzt doch ganz guten Brand hat, dass wir einfach ein bisschen Wasser kochen, weil das dauert ja auch 2 Tage. Ist ja nicht zu vernachlässigen. Gut. Dann machen wir daraus jetzt erstmal Feuerholz. Und das geht ja am einfachsten hier. So. Wie viel schaffst du? Okay, so, dann müssen wir jetzt noch Streichhölzer holen. Die haben wir, glaube ich, nicht dabei. Doch, haben wir dabei. Alles klar. Weil das Ding ist ja voll. 16 Liter. Halt. Materials. 4! Du brauchst 4 Treebark. Uiuiui. Ja, okay, gut. Dann ist das halt so. Wir brauchen das Wasser. So, wie viel haben wir? 11. Ja, es könnte sein, dass es reicht. Okay. Ja, dann destill mal. Das zieht er dann auch einmal ab. Okay, alles klar. Gut, dann ist egal. Gut, ja, da steht der Eimer schon parat. Und wir haben ja genügend Eimer. Dann kann man das nämlich mit den Eimern umfüllen, anstatt mit diesen Plastikflaschen. Wobei, jetzt, wo wir nichts mehr Zusätzliches finden, sollte man die vielleicht nicht wegschmeißen. Ich weiß ja nicht, wofür man die sonst noch braucht. Ja, das ist halt die Frage. Okay. Gut. Dann Feuerholz hier hin. Alles klar. Dann haben wir das zumindest mal erledigt. So. Davon kriegt man eh immer genug. Das ist gar kein Problem. Ja, dann heißt es, Moment, es ist hell, dann nutzen wir den Tag. Und fällen noch ein paar Bäume. Gut. Der bitte. Und da liegt wieder ein Stein auf dem Weg. Müssen wir uns krabbeln. Wir müssen nämlich auch wieder einen Mörser machen. Der ist nämlich jetzt perdu. Gut. Schnapp ihn hier, bevor er weg ist. Da fällt der Baum. Eine Feder. Hallo? Achso, die Stamina ist im Keller. Okay. Den gerade, warum drückt er denn nicht? Ist er bekloppt? Ja, halt den Wald sauber, ist das ja so schön. Okay, oh, kein Stein. Okay, ich dachte. So, was fehlt hier? Ja, wahrscheinlich ein Hammer und eine Säge vor allem. Ja, und vielleicht sollten wir nicht rennen, wenn wir die Stamina auch zu brauchen, um Bäume zu fällen. Es fehlen noch 2, okay. Gut, das sind ja die 2 Baumstümpfe dann sozusagen. Das Interessante ist, ich sage jetzt nicht das Lustige, ich sage jetzt eher, das Interessante ist, dass, wäre ich am Samstag zum Aufnehmen gekommen, hätten wir noch eine Loot-Session machen können. Das ist jetzt einfach nur, weil ich krank war, konnten wir die Loot-Session nicht weiterführen. Das ist toll. Ja, so Mist. Naja, gut. Achso, ist das jetzt mit oder ohne Aussparung? Ich glaube, es hat eine Aussparung, okay. Dann nehmen wir eine ohne jetzt wieder. So, ich würde das jetzt gerne auch so langsam mal hier herumführen.
So, dass wir dann mal so langsam Richtung Haus kommen. Natürlich nicht hier den Weg dahinter. So, was haben wir denn hier für? Ich hab nix. Echt? Du hast nix. Wie weit kommen wir mit diesen Brettern? Es wäre doch interessant zu wissen. Du brauchst echt nur 8 Bretter hier. Alter Schwede. Warte mal, dann schmeißen wir die mal vielleicht in die Garage. Dass es nicht gar zu weit weg ist. Wir hatten übrigens schon wieder keinen... Oh Gott, da kommen wir ja gerade eine ganze Weile weit. Und das ist vor allem halt aus diesen Zerdepperungen. Das ist krass. Was brauchen wir eigentlich, um eine Axt zu reparieren? Nur mal interessenshalber. Was? 2 Ducktape, ein Altmetall und 8 Bretter. 2 komplette Rollen Ducktape? Ernsthaft? Ja, klingt logisch. Ja, das ist schön, wie das da schwebt. Das können wir auch nochmal verarbeiten. Wie viel Ducktape haben wir denn? Hier schon mal gar nichts. Ja, erstmal in alle falschen Fächer schauen. Okay, wir haben 19. Und das auch nur, weil wir so durchlotmäßig unterwegs waren. Also ich weiß ja nicht, das schränkt das Spiel ja schon massiv ein, finde ich. Was habe ich gerade weggeschmissen? Was war hier oben? Was war hier in der Ecke? Was habe ich da gerade weggeschmissen? Oh. Na jo. Ich habe doch gar nicht da drauf geklickt. Hat er das wieder so interpretiert? Das ist ja schön. Bin ich ja froh, dass das so interpretationsfreudig ist. Mann, Mann, Mann. So, das sind nämlich nur 12 Steine. Sieht zu viel aus, ja. Okay, warte mal, dann basteln wir gerade mal die Bretter zusammen. Uiuiui. Okay, eines ist übrig geblieben. Ja, wir brauchen schon wieder was zu essen. Das ist echt krass. Guckt euch das mal an, alter Schwede. Es geht zur Neige. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr lange machen. Fürchte ich fast. Ja. Gucken, wie weit wir kommen. Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen in der nächsten Folge. Da wir jetzt ja nicht mehr die Loot-Session mehr haben, ja, keine Ahnung, müssen wir halt mal gucken, was wir da am schicksten machen. Ich würde sagen, wir bauen einfach mal weiter. Wir müssen eh in der Nähe bleiben wegen dem Wasser, was wir noch abkochen. Und vielleicht holen wir auch nochmal dann Neues aus dem Tümpel und derweil bauen wir halt weiter. Vielleicht können wir mal gucken, ob wir irgendwo noch einen Bär kriegen. Man müsste das mal mit Pfeil und Bogen probieren. Naja, schauen wir dann. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.